Hallo zu Hause, wir haben heute folgendes Warm-up für euch vorbereitet. 90 Sekunden, Hollow Hold. Es wiederholen Sie einzelne Bewegungen, genau, und andere nicht. Zum Beispiel der Hollow Hold, 90 Sekunden lang, volle Streckung, mehr oder weniger als eine Schiffchenposition, leichte runde Form in der ganzen Wirbelsäule. Volle Streckung in der Hüfte heißt, nur die Lendenwirbelsäule berührt den Boden. Sowohl die Knie, Füße, Schultern, Hände sind vom Boden weg. Wenn ihr eine einfachere Variante haben wollt, die man offensichtlich relativ lange halten kann, dann einfach die Hüften und Knie abbeugen und die Hände nach vorne bringen. So, dann haben wir 30 Jumping Jacks. 2, 3, 4 und so weiter. Dann 90 Sekunden Unterarmstütz, Plank. Ja, also wieder Vollgasspannung in der Gesäßmuskulatur, was dazu führt, dass der Rücken ein bisschen rund werden sollte. Genau, wenn ihr den Bauch anspannt, der ja der Wirbelsäulenbeuger ist, dann soll natürlich auch die Wirbelsäule sich leicht beugen. Danach wieder 30 Jumping Jacks. Die kennt ihr. Dann 90 Sekunden Reverse Plank. Yep, 90, achtet darauf, dass ihr 90 Grad Winkel in der Schulter hinkriegt. Hintern, komme was wolle, in der Luft halten. Dann 30 Jumping Jacks und danach 90 Sekunden Side Plank. Seite 1. Hüfte ganz fest durchstrecken, Hintern fest machen. Schaut, dass es in einer Linie bleibt, was den ganzen Körper angeht. Also keinen Knick in der Hüfte erzeugen. Noch einmal, Knick in den Hüften, ja, nach hinten so. Ja, genau, das wär die ganz klassische Variante. Das heißt, ihr macht gleich einen Knick in den Hüften und rotiert es nur ein bisschen aus dem Rumpf aus. Das machen wir nicht. Ihr bleibt ein Brett, das muss so hinlegen. Den Effekt verstärkt ihr dadurch, dass ihr euch auf eine glatte Unterfläche legt. Das heißt, wenn ihr wegrutschen würdet, dann müsst ihr natürlich entsprechend mehr stabilisieren, weil ihr euch nicht zwischen Hand und Ellbogen reinkeilen könnt. So, ja, dann nochmal Jumping Jacks, andere Seiten, Side Plank, Jumping Jacks und Workout. Das kommt sofort.